die verzerrende Darstellung von Menschen zu ideologischen, propagandistischen Zwecken haben die Nazis nicht erfunden und sie sind auch nicht die Letzten gewesen, die solche Aufnahmen gemacht haben. Und auch in unserer Gegenwart ist die Gefahr groß, dass man sehr regelmäßig Aufnahmen begegnet von Bevölkerungsminderheiten hier bei uns oder in anderen Weltgegenden, die geeignet sind, Menschen in ihrer Würde zu verletzen, sie als Opfer zu präsentieren oder auch als Täter zu präsentieren.